Herzlich willkommen zu unserem ersten EM-Special-Podcast hier im quasi fast schon Sommer 2024 in der Jugendfreizeiteinrichtung TR. Wir haben heute sehr besondere Sondergäste und die heißen Max und Jimmy. Hallo Jungs. Ich heiße Henning, ich darf heute diesen ersten Sonderpodcast durchführen und freue mich auf diese Aufgabe. Vielen Dank an das Podcast-Team vom FAIR, an Chris, unseren Techniker und alle anderen, die noch daran beteiligt sind. Diesen Sommer findet etwas sehr Großartiges in Deutschland statt, und zwar die UEFA-Europameisterschaft 2024. Wir sind alle schon sehr aufgeregt, zumindest ich. Wir haben schon diverse Sonderaktionen in den Supermärkten gesehen. Sammelaktionen, Gewinnaktionen, sonstige vorfreudige Gesichter der Kinder und Gesprächsthema Nummer 1 unter gewissen Besuchergruppen. Ganz ins Grüne gefragt, Jungs, was habt ihr für eine Erwartung an die Europameisterschaft 2024 in Deutschland? Ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl und würde sagen, dass unsere Nationalmannschaft auf jeden Fall besser abschneiden wird als die letzte Male. Ja. Okay, und generell, da also eine Europameisterschaft zu Hause, beziehungsweise in Deutschland, weil wir sind ja alle aus Deutschland und leben in Deutschland, leben sogar in der Hauptstadt in Berlin. Hast du da irgendwelche Erwartungen oder Befürchtungen, was hier so in Berlin los sein wird? Also meine Erwartung ist auf jeden Fall schon mal, dass es wieder auf jeden Fall was am Brandenburger Tor wieder sein wird. Vielleicht werden wahrscheinlich auch die ein oder anderen Fans vom Brandenburger Tor stehen und sich das Spiel mit Freude und sehr viel Spaß angucken mit anderen Fans. Warst du da beim? Ich war tatsächlich nicht da, aber ich habe nur davon gehört, dass das wieder sein wird. Wann war das letzte Mal? Lass mich schätzen. Das letzte Public Viewing? Das war zum DFB-Pokalfinale. Jetzt vor einer Woche. Ah, okay. Und da warst du nicht da, Jimmy? Nee. Okay. Und Max, du auch nicht? Nein. Warst du schon mal auf der Fanmeile, Max? Nein. Nein. Jimmy, du? Nein. Haben wir gerade geklärt. Okay, Chris, du? Auf der Fanmeile? Auf der Fanmeile. Ich glaube, 2006. Genau. Was war 2006? Wer weiß es? Da war die WM? Die Weltmeisterschaft, genau. Ja, das habe ich auch noch miterlebt. Das war einer meiner schönsten Sommer. Ja, da war ich ca. 18, 19 Jahre alt, habe gerade Abitur gemacht, hatte also sonst nicht wirklich viel zu tun und war fast jeden Tag auf der Fanmeile. Ist ja auch was Schönes. Ist was Schönes, genau. Denke ich auch. Ich war fast jeden Tag vom Olympiastadion. Ich war da gerade bei der Bundeswehr und musste das Olympiastadion schützen, zusammen mit der Feuerwehr und mit der Polizei, dass da kein Terroranschlag passiert. Das ist ja mal interessant. Ja. Dann hast du nochmal eine etwas andere Erfahrung zu so Großereignissen. Wir haben da richtig Zelte aufgestellt vom Olympiastadion und haben da sozusagen auch unser eigenes Public Viewing gemacht. Ah, zusammen. Okay. Haben wir auch Volleyball gespielt. Ja. In der Brigade. Ja. Ja. Also zusammen mit der Feuerwehr. Ja, und dann haben wir auch ein paar Übungen gemacht, wenn was passiert ist, sofort an den Waffen. Und Wow, also richtig für den Schutz dort zuständig gewesen. Das war mein 2006 Sommer. Ja, und jetzt haben wir 2024. Wahnsinn. Ja, genau. Ganz so mal nochmal so eine generelle Frage an euch, Max und Jimmy. Was bedeutet Fußball für euch?
Fußball bedeutet für mich tatsächlich die Spaß am Spiel, Fair Play, das gemeinsame Spielen, paar Taktiken mit anderen Leuten herausfinden, die vielleicht, sag ich mal, als Hobby zumindest im Verein spielen, mit denen vielleicht mal spielen, was da so geht. Magst du dich? Ich weiß nicht, also es ist, hat viel mit Emotionen auch zu tun, Fußball, finde ich. Also zum Beispiel, wenn dein Lieblingsteam irgendwas super Tolles gewinnt, ist bei meinem jetzt eher nicht der Fall, aber sag ruhig ganz offen, was für ein Fan bist du, von welcher Mannschaft? Schalke, aber okay. Bei denen läuft's ja nicht so rosig, ne? Davon mal ganz abgesehen, bist du Fan von Schalke und das ist dann so. Ja, ich weiß nicht, Fußball ist halt, also soll Spaß machen, sehr emotionsvoll. Und ich finde auch, wenn es keinen Spaß macht, kannst du es eigentlich auch lassen. Also, wenn ich keinen Spaß an irgendwas habe, dann mache ich es auch nicht. Macht ja keinen Sinn dann, oder? Ja, also ja. Klar, wenn mir irgendwas nicht Spaß macht, beziehungsweise ich mich nicht für einen gewissen Sport interessiere, wie für Tennis oder Golf, dann gucke ich es mir auch nicht an. Und dann lasse ich die Leute, die Spaß dran haben, in Ruhe und denke mir, ich kicke Fußball. Zum Beispiel. Du, Golf ist aber was ganz Schönes. Da kannst du Gareth Bale zugucken. Der hatte auch mal Fußballerfahrung. Richtig, der Gareth Mittlerweile Bale. Spielt er ja im Golfsimulator. Ah ja, der hat also seine Karriere verlagert. Ja, in das Golfgebiet. Ins der Golfgebiet. Benutzt jetzt nicht mehr seinen Fuß zum Schwingen, sondern seinen Golfschläger. Seinen Golfschläger, ja. Ja, naja, sicher. Also das ist dann sicherlich von ihm schon eine Weile ein Hobby gewesen. Golf spielen, vielleicht, weiß ich nicht, zum Abschalten, zum Entspannen. Zum Reich fühlen. Zum Reich fühlen, ja. Golf ist, hat ja auch so diesen. Ich glaube, in seinem Alter einfach viel entspannter jetzt, so, als Fußball zu spielen. Der hat wahrscheinlich erstmal ganz gut verdient, so in seiner Karriere, in seiner Fußballerkarriere. Die paar Tausend. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht so gut war und ich die WM so vielleicht nicht gewonnen hat mit Wales zusammen oder was auch immer. Aber, ja. Also, ich fand den Hammer. Das ist, ja. Genau, jeder sieht das anders und genau. Dann wäre meine nächste Frage so mal, wie seht ihr, weil wir jetzt gerade schon beim Thema Gehalt waren, wie findet ihr, dass Fußballer bzw. Profifußballer exorbitante Summen verdienen? Da muss man ja jetzt nicht nur bei Ronaldo und Messi anfangen bzw. Neymar, sondern jeder erst Bundesligaspieler bzw. auch Zweit-Bundesligaspieler verdient wahnsinnig viel Geld. Und das hat ja mit dem, ich nenne es jetzt mal Durchschnittsbürger, nicht mehr viel zu tun, also weil das einfach so extrem viel Geld ist. Wie steht ihr dazu? Also ist das fair, ist das nicht fair? Findet ihr das gut? Dann noch teilweise, wie die Spieler damit in den sozialen Medien umgehen und das veröffentlichen, preisgeben, zur Schau stellen. Wie ist eure Meinung dazu? Also ich finde es an sich sehr gut, weil also jeder sieht es halt anders, aber ich glaube, ein Fußballspieler ist ja quasi sein Job und dieser Job ist ja halt auch sehr anstrengend, würde ich sagen. Okay, du sagst also, dass das Gehalt, was die verdienen, ist gerechtfertigt durch die hohe Intensität, körperlich wie vielleicht auch mental. Weil kann ja viel passieren da. Okay. Wie ist das im Vergleich zu Frauenfußball? Die kriegen ja nicht ansatzweise so viel. Ja, das ist das auch das Ding. Das ist ja dann wieder das Ding, das finde ich dann total unfair. Über gegen den Männern. Wenn ich jetzt mal überlege, ob so eine Frau, weiß nicht wie viel, aber bestimmt etwas weniger als ein Mann, der Fußball spielt und beide vielleicht beiden in der gleichen Liga spielen zum Beispiel. Wenn Frau Bundesliga und Männer in Bundesliga, ist das schon ein großer Unterschied für mich. Also das ist dann nicht, finde ich nicht okay, sage ich mal so. Also ich glaube schon, dass der Unterschied ein bisschen größer ist. Teilweise müssen die nebenbei noch arbeiten, um wirklich über die Runden zu kommen. Also jetzt ist es schon wieder ein bisschen anders. Gab ja letztes oder vorletztes Jahr, dass Frauenfußball so ein bisschen wieder gepusht wurde.
Und dann kamen auch mehr Werbepartner und wollten das mitfinanzieren. Und das ist ja abhängig davon. Umso mehr Leute das gucken, umso mehr Werbepartner kommen, umso mehr Geld kriegen die Fußballer. So. Und das ist wirklich tatsächlich abhängig von den Zuschauern. Und das hat sich gebessert. Und darum kriegen die Frauen jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr. Aber es ist noch eine große Lücke dazwischen. Und, ja. Ja, Henning. Hast du davon, weißt du noch auch, wo die Differenzen, das Gehalt? Ja, was? Das war ja in den letzten Jahren immer wieder Thema in den Medien, dass Frauenfußball viel weniger finanziert wird, mit viel weniger Sponsoring ausgestattet ist und dass Frauen im gleichen Sportfeld, kann man ja sagen, extrem viel weniger verdienen. Also, und nicht zu vergleichen mit dem, was Männer in der ersten Bundesliga verdienen, zum Beispiel. Und es gab ja auch hin und wieder schon Skandale, wo offengelegt wurde, wie groß da der Unterschied ist und dass Frauen definitiv nicht die gleichen Voraussetzungen und Bedingungen haben, um ihren Sport auszuüben, wie zum Beispiel, dass die keine eigenen Kabinen haben, dass die da nicht geschützt werden und keine privaten Räume haben, um sich vernünftig umzuziehen zum Beispiel und alles solche Sachen. Ja, da ist noch viel Arbeit, da muss noch viel getan werden. Leider ist die Organisation der DFB dort nicht richtig hinterher, wie viele andere Fußballbündnisse, die ja das sehr vernachlässigen und dem nicht nachgehen. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Nachwuchssport aus. Und ja. Nochmal so ein Funfact. Frauenfußball war bis zum 31. Oktober 1970 sogar verboten in Deutschland. Also da war Männerfußball schon Jahrzehnte am Start und da war Franz Beckenbauer schon sehr erfolgreich und hat schon viel Geld verdient. Da durfte seine Ehefrau, wenn man so das so nennen möchte, durfte seine Ehefrau kein Fußball spielen jedenfalls, also den Sport nicht aktiv ausüben. Das ist gerade mal 54 Jahre her, das muss man sich mal vorstellen. Und das wurde offiziell als unweiblich und unästhetisch anerkannt. Befunden, ja. Bis 1970. Also schon ziemlich frisch noch. Ja, wir leben in sehr modernen Zeiten. Und diese modernen Zeiten bringen moderne Probleme mit sich, beziehungsweise. Also sag so, wie es ist, jeder soll Fußball spielen, egal Mann, Frau, egal. Ja. Soll jeder seinen Traum in Erfüllung kriegen sollen. Ja. Wisst ihr, seit wann Frauenfußball auch aktiv jetzt bei FIFA auf der PlayStation und auf den Konsolen spielbar ist? Das seit einem Jahr, seit zwei Jahren, Max? Also so spielbar, vernünftig oder? Naja, mit, dass du dann mit. Warte mal, FIFA 20 gab es das schon. Ich glaube, das wurde ab FIFA 19 oder 20 eingeführt. Nee, so, ziemlich ich glaube sogar. So, 5 Jahre. Ich glaube sogar. Ich glaube tatsächlich sogar niedriger. Ich glaube, bei FIFA 16. Da konntest du aber, glaube ich, nur Nationalmannschaftsfrauen spielen. Und ich glaube, seit 20 konntest du dann Bundesliga-Frauen spielen. Könnte gut hinhauen. Ja. Doch ziemlich krass. Das ist grad mal, sind gerade mal 8 Jahre. Ja, ich weiß so. Nicht. Also so. Ja, ich glaube, das muss irgendwie machen wegen diesen. Die mussten das, glaube ich, machen wegen den Politikern, weil die doch gesagt haben, dass da jetzt gegendert wird oder sowas, musste doch EA, glaube ich, dann dadurch eine Frauenliga aufmachen in FIFA, damit es dann rechtlich rausgeht. Also es war wieder Druck von außen. Könnte ich mir gut vorstellen. Also keine freiwillige Sache. Sie hätten es bestimmt auch freiwillig gemacht. Aber dann hätte es bestimmt noch ein bisschen länger gedauert. Gut, Frauenfußball gibt es ja nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit 2016. Nee. Die hätten das ja sofort reinpacken können. Da war ja gefühlt noch nicht alles. Ich glaube, da gab es noch nicht vernünftig die Frauen-Bundesliga so aktiv.
damit EA sagen kann, wir machen jetzt eine Frauen-Bundesliga in den FIFA rein. Na, also richtig Frauen. Auch in Ultimate Team kannst du ja jetzt erst seit EAF C24 spielen so. Und ich weiß nicht, ich glaube, das hat auch zu tun, weil die das irgendwie machen mussten oder so. Also von mir aus stört mich nicht. Die meisten Frauen sind besser als die Menschen Männer. So. Gibt's teilweise Leute, die finde ich besser als manche Männerspieler so. Wie so eine Mittag oder so. Ja. Aber in FIFA stört mich das persönlich gar nicht. Ganz ehrlich. Spiele ich halt eine Frauenteam. So eine Alex Putellas mit einer 97 Team auf die Karte spiele ich auch. Sag ich dir ganz ehrlich. Die ist nicht gerade schlecht, du. Ja. Ja, schön zu hören, dass ihr da sehr offen seid und dass ihr das unterstützt. Genau, dann wollen wir jetzt nochmal zurück zur Europameisterschaft kommen. Was denkt ihr, wie weit kommt Deutschland? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich denke, dass Deutschland auf jeden Fall weiterkommt als letztes Mal. Das bedeutet? Oh, kann ich nicht rechter Sinn, aber ich glaube, ja, war das EM oder WM? Ich glaube, keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir Gruppenphase nicht weitergekommen. Bei der letzten Weltmeisterschaft, genau, in Katar. In Katar, da sind wir Gruppenphase. Gruppendritter sind wir geworden. Genau. Genau. Das war aber eine Weltmeisterschaft, ne? Ja, genau. EM, glaube ich, war das, das haben wir, glaube ich, hier im Fair geguckt. Da sind wir gegen England, glaube ich, rausgeflogen oder sowas. Genau. Das war die Europameisterschaft 2020. Das haben wir noch auf Fairfahrt gekickt. Das kann gut sein, genau. Und Max, was sagst du? Also Gruppenphase müssen wir raus. Bei der Gruppe, was haben wir? Schottland? Ach. Nee, das war nicht Schottland, doch, oder? Doch, wir haben Schottland, Schweiz. Schottland, Schweiz und noch irgendwas angegleichet, oder? Was? Kroatien? Nee, Kroatien, fliegen wir ja direkt raus, du. Was war denn das? Naja, also wir haben auf jeden Fall nicht die Hammergruppe. Die Hammergruppe ist Spanien, Italien. Genau. Italien hat sich qualifiziert? Ja, Spanien, Italien, Albanien und... Ja, hier. Ungarn. Ja, Ungarn. Ungarn und, also ist und Kroatien, genau. Also Gruppe B haben wir Spanien, Kroatien, Italien und Albanien. Das ist die Hammergruppe. Genau. Gruppe A ist Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz. Also, Max, wie ist deine Prognose zur Gruppe A? Deutschland, Erster oder Zweiter, alles andere wäre Enttäuschung. Ja. Gut, okay. Also, ich sag ganz ehrlich, no disrespect jetzt an die Mannschaften so, aber Ungarn ist es einfach nicht. Schweiz geht noch voll klar und Schottland, ich kenne auch Schottland zwei Leute, das sind Ferguson und Robertson. Also muss daran denken, letztens war Schweiz also wirklich gut. Die haben Frankreich rausgehauen. Ja, Schweiz ist ja auch gut. Gegen die will ich nicht sagen, aber gegen Sommer Ungarn zusammen, und Tor. Also Ungarn und Schottland, ich glaube jetzt nicht, dass sie da wirklich realistische Chancen aufs Weiterkommen haben. Aber Deutschland und Schweiz müssten halt eigentlich packen. Ich würde sogar sagen, Deutschland Erster, Schweiz Zweiter und also ich sag's mindestens so, Viertelfinale. Also die Gruppe, die wir haben, sage ich, Deutschland kommt definitiv weiter. Egal ob Erster oder Zweiter. Okay. Und dann wäre es schön, wenn wir nicht so einen etwas starken Gegner haben in der K.O.-Phase. Ja. Also ich will jetzt nicht ungern... Aber davon mal abgesehen, was sagst du, wie weit kommt Deutschland? Wird Deutschland Europameister? Wird schwierig. Okay. Kommt drauf an, was wir so danach haben. Ob wir Gruppenphase überstehen, wäre ja easy. Okay. Und was wir da so nach für Teams kriegen, man weiß nicht. Ja. Weiß ja nicht, was wir kriegen. Ob wir Spanien. Das weiß man vorher nie, genau. Schön wäre es, also wenn wir weiterkommen ins Finale, wäre schon schön, wenn wir vielleicht Frankreich als Gegner haben. Im Finale? Im Finale. Frankreich-Deutschland, das ist ein Hammerfinale, oder? Und das wäre ein krankes Finale. Ja. So, pass auf, dann macht Griesbrei drei Dinger und dann ist alles vorbei, Alter. Griesbrei? Ja, Griesbrei. Nein, heißt der so? Nein, der heißt Griezmann. Ich habe ja gesehen auf Insta von Frankreich, die sollen nicht den guten Kader haben. Also spielen die mit ihrer B-Mannschaft quasi? Gefühlt schon. Also ist ja bodenlos. Da ist nichts Besonderes bei Frankreich. Wen haben die denn? Was ist mit Mbappé? Was ist Mbappé mit spielt? Griezmann? Was ist mit Dembélé? Was ist mit Pavard? Ich glaube, Dembélé spielt nicht. Dembélé spielt nicht? Ich weiß nicht ganz genau, aber... Ich habe nur da mal ein Foto gesehen. Da soll, also Frankreich-Kader soll nicht gut sein.
mein Wunsch wäre auf jeden Fall, dass Deutschland weiterkommt als Gruppenphase. Dass wir dann, wenn wir weiterkommen, dass wir im Finale auf Frankreich treffen. Spanien wäre auch noch gut. Aber ich würde eher Frankreich sagen. Weil, ja, Frankreich soll jetzt nicht so gut sein, habe ich gehört. Und die Testspiele gegen Frankreich waren jetzt auch nicht Hat Deutschland besten, gewonnen, sage ich mal. Ja. Also unsere Testspiele waren oder unentschieden. Ja. Ja. War auf jeden Fall ein bisschen gut. Wer das Finale? Frankreich gegen Deutschland. Wer gewinnt und wie hoch? Das ist jetzt sehr schwierig. Kommt drauf an, wie Frankreich abschneidet. Ich würde tatsächlich sagen, man darf Frankreich nicht unterschätzen. Ja, Frankreich kann auch richtig Feuer geben, wenn sie wollen. Deswegen sage ich, dass Verlängerung gibt. Also, dass wir die 90 Minuten auf jeden Fall, wird ein 2-2 sein. Schön wäre, wenn Toni Kroos einschießt auf jeden Fall. Und das war dann das, den Ausgleich vielleicht machen und dann noch so einen dreckigen Elfmeter kriegen wegen Videoassistent oder so. Das wäre so heavy. Würde ich cool finden. Und dann schnappt sich dann, weiß ich nicht, wie heißt der von Stuttgart? Waldemar Anton? Nee, der andere. Ein Stürmer? Oder Mittelstädt? Maxi Mittelstädt? Nee, der andere. Undav, genau. Dass Undav schön sich den Ball nimmt und dann ihn da reinzirkelt reinzimmert. Bei Loris. In Kasten. Oder wer steht im Tor bei Frankreich? Loris? Ich glaube Loris. Oder Courtois? Nee, Courtois ist Belgier. Okay. Ich würde Areola gerne sehen. Okay. Ja, und dann machen wir das. Also steht's nach der Verlängerung 3-2 für Deutschland. Und Deutschland wird Europameister. Nee. Kriegen 3-2. Sehr kompliziert hier. Also, okay, Jimmy, jetzt. So, wir haben jetzt 120 Minuten gespielt. Wie steht's? Es steht 2-2. 2-2. Durch den Elfmeter von uns haben wir den 2-2 geschossen. Okay. Ausgleich. Und dann geht's ins Elfmeterschießen. Ach so, also Deutschland muss im Europameisterschaftsfinale hier in Berlin, im Olympiastadion, im EM-Finale 2024 bis ins Elfmeterschießen. Bis ins Elfmeterschießen. So, dann jetzt nochmal ganz kurz von dir zusammengefasst. Wie geht das Elfmeterschießen aus und wer trifft den entscheidenden Elfer? Den entscheidenden Elfer trifft Manuel Neuer. Also alle Spieler haben geschossen und Manuel Neuer trifft. Also zwei reguläre Elfmeter-Runden mit jeweils 11 Elfmetern. Mit jeweils 5 Elfmetern, Entschuldigung. Und dann müssen die Torwerte schießen. Sprich, für Deutschland Manu Neuer. Ja. Und für Frankreich, gut, da weiß ich jetzt nicht, wer da der Stammkeeper ist. Ist ja auch egal. Loris. Und Loris verballert. Loris verballert. Neuer. Wie Mbappé letztens. Okay. Schön oben links das weggehauen, das Ding. Gut, okay. Und Manu läuft an. Läuft an. Versenkt. Versenkt den, ich denk mal, was sagst du, unten rechts bestimmt, oder? Schon so ein Dreckiger in die Mitte, oder? Wenn wir mal Loris haben, ich sag dir so, wie das ist, wenn Loris da im Tor steht, unten rechts ist seine Schwachstelle. Schön platziert unten rechts. Okay. Zu dem wird's gleich halten. Das hört sich so präzise an. Ja. Dass ich fragen muss, hast du da irgendwie eine Vision gehabt oder hast du das gechannelt? Nein, ich weiß einfach, wie er schießt. Ich weiß einfach, wie er schießt. Okay. Ich würde so lachen, wenn er wirklich dann im richtigen Spiel. Wenn er das wirklich macht, Alter, ich hab so einen Kopf für Neuer. Der letzte bei Tipico. Du könntest ein Torwarttrainer sein. Ja. Jetzt hättest du dann aber bei Tipico anmelden sollen. Vielleicht kann man diese Wetten auch auf Tipico platzieren, genau, aber für Wettanbieter wollen wir hier auf jeden Fall keine Werbung machen. Nee. Mann. Jimmy, danke für deine Prognose. Das ist sehr präzise, wie Chris gerade schon gesagt hat. Das klingt auf jeden Fall auch sehr dramatisch. Und passiert nach einem würdigen EM-Finale 24 hier im Berliner Olympiastadion. Und danke, ja, Jimmy. Mach mal einen Ausflug. Max, jetzt bitte deine Ausführung. Wie weit kommt Deutschland? Wie würde dein Traumfinale aussehen? Und wie wird, wenn Deutschland Europameister? Also Deutschland wird auf jeden Fall schon mal kein Europameister, meiner Meinung nach. Okay. Ich würde sagen, die kacken im Halbfinale ab oder so. Mhm. Gegen das Englische Reich. Okay. Und meiner Meinung nach so ein tolles Finale
wäre so ein Englische gegen Englisch, England gegen Frankreich oder Spanien, weil das sind einfach so die Top-Favoriten wahrscheinlich drauf. Ja. Wahrscheinlich eher Spanien. Und dann so in der letzten Minute so ein richtig schönes Ding aus 25 Metern von Harry Kane in den Knick gescheppert. Ja. Dann lache ich Spanien aus und denke mir, it's coming home, Alter. Okay, du wärst dafür, dass England endlich mal die Europameisterschaft gewinnt. Waren die schon mal Europameister? Ich glaube, Europameister ja, Weltmeister noch nicht, ne? Ja. Genau. Aber gut, England hat zu Hause das Finale gegen Italien verloren im Wembley-Stadion. War das Italien? Ja. Richtig, ja, gegen Italien, 2020. Genau, da ging es ins Elfmeterschießen, richtig. Und dann haben die Engländer, ja, leider so ein Stereotyp. Halt besser. Die Engländer konnten nicht so gut Elfmeterschießen wie die Italiener. Und damit war das erledigt. Gut, also Max spricht sich dafür aus, oder sagen wir mal, ist das so ein bisschen auch dein Wunsch, dass England dieses Jahr Europameister wird? Ja, ich sag ganz ehrlich, it's coming home, Alter. It's coming home, okay. Ja. It's coming home. So, also, dann jetzt kommen wir mal gleich zur nächsten Frage, wenn ich da mal einhaken darf. Und zwar, Max, die Frage geht jetzt auch dann direkt mal an dich zurück, ja? Woran liegt es bei Deutschland, dass sie nicht den Europameistertitel holen werden? Mats Hummels fehlt. Okay, also klare Ansage, Kader... Also Mannschaftskader nicht gut nominiert oder die falschen Leute dabei oder was sagst du? Also der ist schon super, finde ich eigentlich der Kader, aber okay, dass du so Leute wie Hummels oder Brandt zu Hause lässt und dafür, keine Ahnung, einen Undarf oder so mitnimmst, der ist ja auch super, der Typ, will jetzt nichts gegen ihn sagen, aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, ob ich so ein, wie alt ist der, 35 oder so? So ein 35-jährigen Abwehrboss Mats Hummels da hinten drin hab, mit so einem Rüdiger, dann ist es mir lieber, als so einen Dennis Undaf zu haben. Dann kann ja auch so einen Timo Werner vorne hinstellen. Du. Okay, gut, also Dennis Undaf ist ja Stürmer. Mats Hummels ist Abwehrspieler. Du bist der Meinung, dass der Dennis Undaf sozusagen nicht so eine Wichtigkeit hat, wie ein Mats Hummels hinten in der Abwehr sozusagen. Ja, also Innenverteidiger. Hummels hat man ja bei Dortmund gesehen, da hat er das Spiel, der war ja das Spiel, der Typ. Ja, zusammen mit Schlotterbeck. Der mit Schlotte da hinten, die bilden da die Kette, das ist ja teilweise unmöglich, da vorbeizukommen. Am besten haben sie noch das Aluminiumglück wie Kogel, und dann passt es. Dann passt aber das. Ich weiß nicht, Dennis Undaf, ich glaube nicht mal, dass der Stamm spielen wird. Ich glaube, die stellen da, wenn denn, eher so einen Füllkrug hin, der halt auch nicht gerade schlecht ist. Ja. Ist der überhaupt mal nominiert? Und was sagst du dazu, dass Goretzka nicht mitkommt? Als alter Schalke-Fan? Ich weiß nicht, Goretzka ist schon gut. Die Hinrunde war nicht so gut, aber die Rückrunde hat er sich gut gesteigert eigentlich. Okay. Ich weiß nicht, ich hätte ihn schon mitgenommen. Okay, was sagst du zu der These, dass Mats Hummels und Goretzka ein Störfaktor gewesen wären, wenn sie nicht zur Stammelf gehören und sie trotzdem mitgefahren werden zur EM oder hier zu Hause die EM bestreiten dürften? Ich weiß nicht, also meiner Meinung nach so ein Hummels und einen Goretzka, wenn du sie mitnimmst, auf der Bank zu lassen oder in der Reserve, ist halt eigentlich für mich absolut widersprüchlich, könnte ich überhaupt nicht mitgehen. Wenn dann zum Beispiel so ein Felix Metscher spielt oder so. Ja. Ich glaube, der ist ja auch nominiert, oder? Nee, das weiß ich nicht, aber es kann gut sein. Ich auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, aber also ich finde, wenn man die beiden mitnimmt, dann müssen die Stamm spielen. Also Goretzka ist vor allen Dingen in der Rückrunde stark auch offensiv gewesen, hat gut Tore geschossen, gut aufgelegt. Ja. Und Hummels ist halt einfach die Macht in der Abwehr. Ja. Dazu mit so einem Rüdiger, der auch zurzeit absolut on fire ist bei Real. Ja. Ich glaube, da hätten selbst so Kandidaten wie Frankreich oder Spanien total Probleme gehabt, an der Kette vorbeizukommen. Ja. Wir haben es ja international gesehen bei Dortmund dieses Jahr in der Champions League, dass das auf jeden Fall zusammen funktioniert, auch wenn Dortmund jetzt in Paris viel Aluminiumglück hatte. Das gehört meiner Meinung nach dazu. So, dann jetzt nochmal für euch beide die Frage der Fragen. Was sagt ihr zum Comeback von Toni Kroos? Und wie schlägt er sich in seinem letzten Profijahr, in seinem letzten Profisommer bei der Heim-EM? Was ist eure Prognose? Was sagt ihr dazu?
Ich sag tatsächlich, also ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, wenn er mit Deutschland zusammen die EM holt. Das wäre nochmal was Krasses für ihn auf jeden Fall. Ja. Als alter Hase. Ja. Ich meine, der hat ja schon Erfahrung damit, EM zu gewinnen. Bestimmt. Nee, er Der hat hat die Erfahrung, Weltmeisterschaft die gewonnen. eine Ja, auf Weltmeisterschaft jeden zu Fall einen Titel gewinnen. zu holen, Ja, egal ob er hat ja EM, WM. Champions League 5 Titel, glaube ich, schon. Genau. Ja. Ligatitel hat er. Der hat ja eigentlich alles gewonnen, außer die EM, soweit ich weiß. Richtig, genau. Und dann jetzt nochmal zum Abschluss noch die EM gewinnen, mit Deutschland Ja, zusammen. zu Hause. Zu Hause auch noch. Das würde ich ihm schon sehr gönnen, auf Okay. jeden Fall. Max, wie ist deine Meinung dazu? Also, ich bin ja jetzt nicht der größte Groß-Fan, aber der Typ ist einfach Hammer. Also, wenn Deutschland gewinnt, dann würde ich es eigentlich fast nur ihm gönnen, weil der ist einfach das Herzstück von Real jahrelang gewesen auch. Und der ist halt auch immer noch, wie alt ist der jetzt? Ich glaube, Toni Kroos ist 35? 35 Jahre alt. 35, der ist halt immer noch ein super Spieler. Und also, ich weiß nicht. Ich würde es ihm gönnen, aber eigentlich auch nur ihm. Vielleicht noch Manuel Neuer, aber ansonsten, also eine gute EM muss schon drin sein. Laut dem Kader, der jetzt nominiert wurde. Ja, Ja. also Toni Kroos wird wahrscheinlich auch. Also wenn der nicht Stamm spielt, dann weiß ich auch nicht, was unser Trainer sich da denkt, aber wer trainiert noch mal Nagelsmann, ne? Also wenn Nagelsmann den nicht Stamm spielen lässt, dann kannst du den ja eigentlich auch direkt wieder entlassen. Aber ich finde, wenn Kroos spielt, dann hat er halt einen guten Faktor im Mittelfeld. Der ist halt defensiv stark, der ist offensiv stark, der hält das Team zusammen. Ist ein bisschen wie Hummels, nur dass er agiler ist. Ja. Aber der ist halt trotzdem ein super Spieler und ich würde es ihm gönnen, wenn er die Europameisterschaft gewinnt. Vor allem in seinem Heimatland. Ist ja nochmal ein ganz anderes Feeling, als wenn der jetzt irgendwie in Italien gewinnt oder so. Ja, genau. Super, dann würde ich noch gerne eine Prognose von euch hören wollen. Und zwar, morgen ist das Champions League Finale in Wembley in London. Und zwar spielt Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Max, du als alter Schalke-Fan, vielleicht hast du eine gewisse Neutralität jetzt, um neutral eine Prognose abzugeben. Jimmy, du bist da, glaube ich, offener, beziehungsweise du bist nicht vorgeprägt. Jetzt hätte ich gern mal von euch beiden einen Tipp für morgen Abend bis Champions League-Finale. Darf ich anfangen? Also mein Tipp ist, also es wird jetzt auch hier neutral. Ich hasse zwar Dortmund, aber ich hasse auch Real wie die Pest. Ich mag beide Vereine überhaupt nicht. Aber wenn ich es wem gönnen würde, dann wäre es eher Dortmund. Aber nicht wegen dem Verein, sondern einfach wegen Hummels und Reus. Vor allen Dingen wegen Reus, weil ich schon seit klein auf eigentlich ein großer Reus-Fan bin, auch als Schalke-Fan. Das hört sich jetzt ein bisschen falsch an, aber Jeder Dortmunder da draußen wird dich jetzt hassen. Jeder alles gut, Dortmunder und jeder Schalker wird sich denken, der kann niemals Schalke-Fan sein. das hat man nur zu akzeptieren, Max. Also. Außerdem hasse ich Real wie die Pest. Der Verein hat mir einfach viel zu viel schon gewonnen. Und ich finde auch die Spieler von dem einfach, Beispiel mal so ein Vinicius Junior, der ist halt persönlich jetzt ja nicht gerade das beste Kaliber. Also das ist ein super Typ, so versteht mich nicht falsch, aber so spielerisch ist der super. Persönlich, dann können wir vielleicht doch lieber auf die Bank setzen. Okay, also du bist kein Fan von ihm, so wie von Nee. anderen Spielern von Real und Dortmund genauso wenig. Und wie ist jetzt dein Tipp, Max? Ja, ich würde sagen, das wird der deutsche Offensivbattle im Mittelfeld. Ne? So ein Kroos gegen Reus ist schon. Aber ich sag so, in der. Die machen Nachspielkusen Dortmund. In der 93. Minute so ein Freistoß von Reus. Da sehe ich mich. Okay, das Traumfinale von Reus, ja, Ja. als Und Toni Kroos liegt dann weinend in der Ecke, aber das ist mir dann egal. ja. Aber Okay, das ist auf jeden ich Fall. finde, ich würde es lieber Reus gönnen als Toni. Okay. Weil Reus wurde ja nicht mal für den EM-Kader nominiert. Richtig. Also hat Toni noch alle Chancen auf einen Titel. Richtig. Auch dieses Jahr noch. Im Herbst seiner Karriere. Gut, also Dortmund gewinnt 1:0. Ja. Ja. Jimmy, dein Ganz Tipp? dreckig eins. Mein Tipp ist tatsächlich, dass
es in die Verlängerung geht, wird mit dem 1-1, 90. Minute, 1-1 auf jeden Fall. Du hast mit deiner Verlängerung heute, ne? Ja, ja. Das ist bei so einem krassen Spielen immer so. Seine Vision. 1-1 auf jeden Fall bis zur 90. Minute, dann ist Verlängerung. Und kurz vor der ersten Pause der Verlängerung ist dann schießt Bellingham 2-1 durch einen Elfmeter und Hummels hat rot. Der hat rot, ja, dann kann er nichts mehr werden, nur. Genau. Ihr simuliert das Spiel gerade so. Ach, nicht wahr? Das ist. Also, komplett ausgehen wird es ins Elfmeterschießen. Wieder. Trotz Hummels rot. Ja. Okay, das ist schon mal eine Ansage. Das ist eine Ansage auf jeden Fall, dass Dortmund in Unterzahl noch den Ausgleich schafft. Man muss ja daran denken, man kann. Es kommt ja immer auf die Tagesform an. Auch das. Mal ist Real vielleicht ist Real dann waren in der Gruppenphase die Oberburner und können vielleicht im Finale gegen Dortmund verlieren, man weiß nie. Aber ich würde es Real gönnen. Definitiv. Vielleicht mach okay, 120 Minuten, wie steht's? 2-2. 2-2. So, es geht ins Elfmeterschießen. Es geht ins Elfmeterschießen, genau. Wie geht das aus? 3-2 Real. Real Madrid gewinnt das Elfmeterschießen und ist Champions League-Sieger 2024. Genau. Okay. Damit. Der hat den entscheidenden raus. Schon so ein Rossellou, oder? Nein, Vinicius Junior. Vinicius! Okay, damit haben wir jetzt hier. Damit haben wir jetzt auch geklärt, dass ihr beide, was Vinicius Junior betrifft, auf jeden Fall sehr, dass eure Meinungen da sehr weit auseinander liegen. Was ja völlig okay ist. Aber super. Schön wäre es, wenn auch Dortmund gewinnt. Okay, einfach nur wegen Reus. Okay, du würdest es also auch. Ich würde es beiden auf jeden Fall gönnen. Dortmund gönnen. Wird auf jeden Fall ein krankes Finale morgen. Ja, wir freuen uns auch schon alle drauf. Nicht, dass du es bereust. Gut, aber musst du auf jeden Fall rinnen. Haben wir das auch geklärt, genau. Also der Wortwitz, der war es halt schon wieder komplett. Jetzt. Der kam spontan. Der kam böse. So, schöner Abschluss, Chris. Danke dafür. Es werden während der Europameisterschaft noch einige kürzere Podcasts folgen, so zum aktuellen Tagesgeschehen sicherlich auch ein paar interessante Sachen diskutiert werden hier im Fair im Podcastraum. Jungs, danke euch für euer Engagement heute, für eure offenen und ehrlichen Antworten und eure Prognosen sehr schön minutiös teilweise ausgeführt. Das ist toll. Wir sind Fußballfans, wir lieben Fußball und das ist unsere Leidenschaft. Deutschland wird Europameister. Deutschland verliert die Europameisterschaft. Und auch da gehen die Meinungen weit auseinander. Das ist schön, das bringt Pfeffer in die Talkrunde und in diesem Sinne, wir hören uns im Laufe der nächsten Wochen. Danke euch. Hört den Podcast. Und hört euch den Podcast an. Vielen Dank. Danke auch. Ciao. Spotify, YouTube, wir sind übervertreten. Verquatscht, Marzahn. Kriegen wir hin. Das ist momentan, glaube ich, die 10. Folge schon. Wie Nullen. Ich glaube, der Wahnsinn, wie gut wir sind, die 10. Ja, Mann. Yeah. Die Jubiläumsfolge hier. Wir sind zweistellig. Ciao. Cool. Unsere Herzen schlagen im selben Takt zurück.